Vor 20 Jahren nahmen die beiden ÖAMTC-Fahrtechnikzentren in Kallwang und Langlebring ihren Betrieb auf. Seither haben die beiden Zentren rund 220.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen begrüßen dürfen. Doch nicht nur die hohen Teilnehmerinnenzahlen belegen den Erfolg. Ein genauer Blick auf die Unfallstatistiken zeigt auch die positive Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit. Ein Beitrag unserer Kollegen von ÖAMTC-TV. Tag der offenen Tür hier im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Kallwang. Vor genau 20 Jahren wurde das Fahrtechnikzentrum in der Steiermark eröffnet. Heute ist es eine unverzichtbare Institution, die nicht nur für die Sicherheit im Straßenverkehr, sondern auch für die Wirtschaft der Region eine wichtige Rolle spielt. Durch die gute Verkehrsanbindung, durch die freien Flächen, wo es im Gebäude von der derzeitigen ASFINAG und auch natürlich die Fläche, wo es gleich anschließend ist, das war ein perfektes Gemisch und durch das können wir stolz sein, dass wir das jetzt in Kallwang haben und natürlich auch in Langlebring, weil es ja doch auch immer Synergieeffekte gibt. Die Fahrtechnikzentren in der Steiermark, die 2004 im Zuge der Einführung der Mehrphasen-Führerscheinausbildung gegründet wurden, bieten seitdem auf rund 40.000 Quadratmetern hier in Kallwang und 60.000 Quadratmetern in Langlebring vielfältige Fahrsicherheitstrainings an. Also wir sind das kleinste Fahrtechnikzentrum in Österreich von den 8 Zentren. Wir können trotzdem alles anbieten, also bis zum LKW-Bus von den kleinen Motorrädern weg. Und das macht natürlich riesig Spaß, dass man wirklich das ganze Kundenklientel bedienen kann. Und ein großer Faktor ist natürlich diese mehrstufige Führerscheinausbildung, wo die jungen Teilnehmer sowohl im PKW als auch im Motorradsektor diese Mehrphasenausbildung, das Mehrphasentraining machen müssen. Und das ist natürlich auch ein Hauptschwerpunkt bei uns in Kallwang. Und dann geht es natürlich weiter noch mit anderen PKW-Trainingsfirmen, Trainings, Schadensverhütung und so weiter. Und das mit Erfolg. Mit der Einführung der Mehrphasen-Führerscheinausbildung im Jahr 2003 ist die Zahl der PKW-Unfälle mit Personenschaden in der Altersgruppe 17 bis 24 deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zum Jahr 2000 österreichweit um rund 58%, hier in der Steiermark sogar um rund 66%. Wir haben wirklich sehr großen Grund zu feiern. Wir haben hier in Kallwang die 20 Jahre, in denen die Führerschein-Mehrphasenausbildung gesetzlich vorgeschrieben ist und wir mit unseren Fahrtechnikzentren hier ein ganz großer Anbieter sind. Und wir konnten, um eine Zahl zu nennen, vorige Woche die 800.000. Teilnehmerin an diesen Führerschein-Mehrphasen-Fahrsicherheitstrainings begrüßen. Aber wir wollen natürlich nicht stehen bleiben bei dieser Zahl und vor allem auch nicht bei unserem Angebot. Fahrsicherheitstrainings bewirken mehr Verkehrssicherheit auf unseren Straßen und das sind wir unseren Mitgliedern schuldig und auch allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Straßenverkehr. Und wir sind eine Ausbildungsstätte, wir sind eine Weiterbildungsstätte, wir richten uns an alle Zielgruppen, vom Zweirad über den PKW bis zum LKW. Und wir möchten eben das Gefühl der Fahrsicherheit durch Training hervorrufen. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Beim 20-jährigen Jubiläum wird aber nicht nur die Bedeutung der Verkehrssicherheit und der Wert der Fahrtechnikzentren in der Region hervorgehoben. Man blickt auch gerne zurück an die Anfänge. In Kallwang war es am Anfang mir eher etwas zu ruhig, aber das Ganze hat sich dann echt super entwickelt, dass sich was dreht und bewegt, nicht nur rein jetzt für die Mehrphase. Da haben wir wirklich absolut tolle Veranstaltungen gehabt, wo auch Motorsportlegenden und so bei uns waren und das war absolut toll. Am Anfang, ich war für beide Zentren verantwortlich, auch schon sehr fordernd, aber wenn ich jetzt zurückblicke, gell, also schön was. Am Tag der offenen Tür konnten die Besucher selbst einen Blick hinter die Kulissen werfen und verschiedene Aspekte der Fahrtechnik ausprobieren. Schleudern und stabilisieren, Bremsen und Ausweichen, Offroad fahren, Trail fahren oder in einem Rallye Porsche mitfahren. Ein Erlebnis der Sonderklasse. Die Geschwindigkeit, also es war einfach. Wie soll ich es beschreiben? Bis jetzt bin ich Trail gefahren und nachher bin ich noch scharf auf die Fahrt im Porsche. Ich bin ja nicht das erste Mal herunten. Also wir sind Zweiradfahrer. Ich habe im Vorjahr nach 33 Jahren wieder angefangen zum Motorradfahren und habe bereits die Fahrsicherheitstrainings da in Anspruch genommen.
Und es gibt natürlich andere Angebote auch, die auch sehr interessant sind. Kann ich nur jedem empfehlen. Und das sagt ja fast jeder vernünftige Zweiradfahrer, der schon lange fährt, immer wieder empfehlenswert. Gell? Ein rundes Jubiläum für die Fahrtechnikzentren Kallwang und Langlebring. Zwei Orte, die seit 20 Jahren für mehr Sicherheit und weniger Verkehrsunfälle auf Österreichs Straßen sorgen. Auf die nächsten 20 Jahre.